Starten wir mal rein in den guten Spaß namens Visions of Mana Demo. Und zwar dann natürlich mit einem neuen Spiel. Wie gesagt, ich habe nur mal reingeguckt hier soundmäßig. Ansonsten habe ich mir nichts weiter angeguckt. Vielen Dank für dein Interesse an Visions of Mana. In dieser Demo erhältst du einen Einblick in die Hauptgeschichte, kannst Kämpfe bestreiten und einen Teil der Umgebung erkunden. Im weiteren Spielverlauf erwarten dich mächtige Gegner. Also sei gut vorbereitet, bevor du deinen Weg fortsetzt. Folge stets dem Sternsymbol, um zu deinem nächsten Ziel zu gelangen. Setze Geisterreliquien und Klassenangriffe ein, um im Kampf dein volles Potenzial zu entfalten. Reliquien benötigen nach dem Einsatz eine gewisse Abklingzeit, bevor sie wieder einsetzbar sind. Verkürze die Abklingzeit, indem du Gegner mit normalen Angriffen attackierst. Du kannst Gegenstände, Magie und Techniken im Ringmenü anlegen oder als Kurzbefehl einrichten, was dir den Einsatz erheblich erleichtert. Detaillierte Beschreibung ihrer Wirkung findest du im Ringmenü. Ja, huch. Ich werde jetzt schon totgeschlagen. Menüfunktionen sind in der Demo-Version nur eingeschränkt verfügbar. Wie es nach diesem Spielabschnitt weitergeht, erfährst du in der Vollversion. The snowfall is already starting to melt. What a relief. The spirits are probably celebrating the naming of a new Ulm. They're welcoming us. Oh, great. Wonderful. Can we get out of the cold already? Remind me who it was who said they wanted to make a bunch of snowmen earlier? I never dwell on the past. Focus on the now, Val. And speaking of the here and now, we should discuss our plan. If we follow the falls, we'll reach a plateau. Rata Harbor is just beyond that. Harbor? As in Ocean Harbor? I always wanted a chance to see the sea. The ships there will take us to Illistana, capital of the deep. I hear Illistana is the largest city in the world. That's where we'll meet up with the Ulm of Water. Whoever they are, I hope they're ready for us. Remember, we're not just picking up an Ulm in Illistana. It's also where we will request the rites of initiation. It's still a long way to get to the Tree of Mana. But the Queen of Illistana is attentive to the needs of the Ulms. She will pray for our safe passage. Oh, wow! Then we barely even set foot out the door, it seems. Okay, die Kristallschnellen. Sehr interessante Charaktere. Something wrong? Look. Sehen schon mal sehr wild aus. Yep, nothing more than a block of ice. Wait. It's melting, see? Oh. Ein kleiner Kaktus. Eine Kaktusblume. Da möchte ich lieber sowas haben. Eine Kaktuspflanze mit Vogelbeinen. Die quietscht beim Laufen. Einen wunderschönen guten Abend, Amiko. Du willst auch einen Mana-Drachen haben? Ich bin gar nicht so im Mana-Universum drin. Das ist schon ewig her, dass ich das mal gespielt habe. Deshalb... Ich bin gespannt. So, ja, was haben wir hier? Steuerung, Ringmenü, Charakter wechseln, wahrscheinlich im Kampf oder auch Oberwelt. Spezialangriff, Dreieck. Im Feld und Kampf ändert sich durch Halten und Verzögerung drücken. Normaler Angriff, Ausweichen, Reden, Kamera steuern, Zielerfassung, Charakter, ja. Reliquie einsetzen im Feld und im Kampf. Kurzbefehl für Gegenstände und Techniken, Navigationshilfe, Klassenangriff. Im Kampf bei voller KA-Leiste. Oh, noch mehr Text. Waffen können verschiedene Arten von Schaden verursachen. Schlag- und Schnittschaden sowie Schaden durch die Elemente Feuer, Wasser, Wind, Erde, Dunkelheit, Licht, Mond und Holz. Holz ist ein interessantes Element. Monster können schwach, resistent oder immun gegen eines der oder mehrere dieser Elemente sein. Wenn du Schwierigkeiten hast, deinen Gegner in die Enge zu treiben, wende Fertigkeiten an, die auf ihre Schwachstelle abzielen oder wechsle deinen Charakter.
Im Menü Ausrüstung, Fertigkeiten kannst du unter Reliquie festlegen, welche Geisterreliquie jeder deiner Charaktere tragen soll. Beim Wechsel dieser Reliquie wechselt der Charakter automatisch seine Klasse. Nach einem Klassenwechsel kann dein Charakter im Kampf mit der ausgerüsteten Reliquie angreifen und je nach Klasse andere Waffenarten nutzen. Oh, ich finde ja, dass der Boy hier rechts, habe jetzt seinen Namen nicht parat, der hat einen guten Sixpack, der ist ordentlich ripped. Also der war gut im Gym. Die Elemente sind typisch fürs Mana-Universum. Ja, wie gesagt, an Holz kann ich mich nicht mehr erinnern, an die anderen ja. Holz war mir jetzt irgendwie nicht mehr so ganz geläufig, dass das mit Element war. Die Klassen aller Charaktere lassen sich im Laufe des Spiels verbessern. Die dafür notwendigen Elementarpunkte EP erhältst du, indem du mit Elementariten interagierst, die überall auf der Welt zu finden sind. Oder indem du Goldkreuzklee auf den Elementarbrett in EP umwandelst. Je weiter deine Charaktere auf dem Elementarbrett vorankommen, desto mächtigere Techniken und Fähigkeiten gewähren ihnen die Geister im Kampf. In dieser Demo-Version kann das Elementarbrett bis Stufe 4 freigeschaltet werden. Kaktus-Tagebuch. I can't just read that cactus's private thoughts, right? Or can I? I think you can. Nee, habe ich nicht mehr im Kopf. Ich bin ein bisschen Sieb. Goldkreuzklee, da haben wir es ja schon mal. Ich fühle mich ein bisschen erschlagen gerade von den ganzen Möglichkeiten. Deshalb mal gucken, wie gut ich zurechtkomme. Das ist immer so schwierig in der Demo, wenn man sie einfach reingeschmissen wird. Die Macht der Elementare. Dir steht nun das Reliquienmenü zur Verfügung. Hier bestimmst du, von welchem Elementar dein Charakter sich ihre Kraft leihen und rüste dich entsprechende Geisterreliquie aus. Elementarbrett. Donnersäbel, Elementarklinge. Okay. Auch nicht. Ich meine, mein Kopf ist ein Sieb. Wie gesagt, es ist gefühlt ist es ewig her. Keine Ahnung, müsste lügen, wenn ich sage, also 5+ Jahre bestimmt. Und wenn ich überlege, was ich in der Zeit alles wieder gespielt habe, irgendwie ist nicht so viel hängen geblieben damals. Vielleicht lag es auch daran, dass ich es irgendwo in der Prüfungsphase mal gespielt habe, so nebenbei ein bisschen zur Ablenkung. Und deshalb nichts übrig geblieben ist von dem Ganzen. Wenn die TP aller Mitstreiter auf 0 sinken oder alle versteinert sind und nicht mehr weiterkämpfen können, gilt das Spiel als verloren. Solltest du dich je in deinem Kampf wiederfinden, indem du deine Siegchancen schlecht stehen, kannst du die Flucht ergreifen, indem du gegen die Eingrenzung des Kampfgebiets läufst. Ist diese jedoch rot gefärbt, kannst du nicht aus dem Kampf fliehen. Kurzbefehle. Mit Kurzbefehlen kannst du Techniken ausführen und Gegenstände einsetzen, ohne das Ringmenü aufzurufen. Kurzbefehle kannst du entweder im Menü für Techniken oder im Menü für Gegenstände einrichten. Okay, das ist das. Okay. Harzinger, ja, ist auf jeden Fall der beste Name ever. Bei dir sind es um die 20 Jahre und da kannst du noch so viel merken. Also ich habe ja Secret of Mana schon eine ganze Weile so mit auf der Liste. Dass ich es jetzt mal demnächst wieder
spielen will. Also, da kann man jetzt einstellen, wie die kämpfen sollen. Das finde ich ja auch nicht schlecht. Ausrüsten, Fertigkeiten. Er hat den Runenkrieger, was... Jetzt könnten wir ihm auch das geben, ne? So. Dann kriegt er eine Ritterlanze und die Wächterkluft. So hat er den Zweihänder. Mhm. Kagura-Fächer. Achso, den hat er angelegt. Okay. Okay, also man muss ja immer hier ein bisschen klar werden. Ich habe so geliebt damals mehrfach gespielt. Wir hatten ja nichts anderes im Osten. Okay, das ist Spezialangriff. Zack. Gucken wir mal hier. Okay, Feuerangriff. Okay. Was haben wir hier? Die funkelnden Bäumchen, die aus dem Boden ragen, nennt man Mana-Adern. Speichere. Schnell kann ich nicht lesen. Ach, an die kann ich speichern. Okay. Nee, nicht zum Titel. Und Schnellreise. Okay. Ah, okay, wir haben eine Mada-Ader entdeckt. Ja, eine Mana-Ader. Okay. Krass. Wenn du in diesen eisigen Gewässer fällst, nimmst du kontinuierlich Schaden. Pass gut auf, dass du nicht ausrutscht. Verlangsame das Treiben, die vertreibenden Eisschollen mit den Kraft von Selenes Sphäre und springe von Scholle zu Scholle ans andere Ufer. Die Mondreliquie Selenes Sphäre. In Selenes Sphäre schlummert die Macht von Selene, dem Mondelementar. Sie verleiht ihrem Träger die Fähigkeit, den Fluss der Zeit zu steuern. Drücke R2, um die Mondreliquie im Kampf fallen zu lassen. Wenn sich ein Gegner nähert, erzeugt die Reliquie eine Mondsphäre, die seine Bewegung verlangsamt. Wenn du oder deine Mitstreiter sich der Sphäre nähern, erhöht sich das Tempo, mit dem ihr Magie und Techniken einsetzen könnt. Interessant. So, jetzt können wir hier... Da hier durch switchen. Erstmal gleich Speedrun-Techniken ausprobieren. Klappt alles. So, dann machen wir das doch mal. Bärenhonig. Falle ich aber auch gleich mal ins Wasser. Für den Bärenhonig. So, was kann ich noch? Karte kann ich hier aufrufen. Okay, ja. Kiste. Das habe ich gar nicht gesehen, was ich bekommen habe. Lila, sehr starke Gegner. Okay. Aua. Peng, peng. Gut. Ich finde, die Kamera ist ein bisschen nah dran. Keine Ahnung, ob man das einstellen kann, dass die weiter weg ist. Ich bin immer halt so jemand, der gerne weiter weg ist vom Geschehen. Und dass die Kamera immer hoch geht, nervt mich auch. Dass man erstmal gleich erstmal irgendwo drauf rumhackt. Lucre die Währung mit der Händler Waren erworben oder verkauft. Okay. Das Geld. Das Geld der Welt.
So, da sind wieder starke Gegner. Na, gucken wir mal. Oho. Autsch. Oh. Ja, Kamera muss ich mich dran gewöhnen. So, hier war doch was, ja, Schatzkiste. Feeneiche. Stellt bei einem Verbündeten 20 MP wieder her. Das Geld. Hier haben wir das wieder. So, hier kann man sprinten auch noch, ja. Okay, okay. Und wäre ich das Gefühl, man kann da hinten vielleicht rein? Freezing. Das hier sieht irgendwie so nach einem ruhigen Bereich aus. Oh, ist aber kalt. Aber da ist so eine Höhle dahinter, oder? Soll man es mal riskieren? Kommt der Erkundungsdrang. Hinterm Wasserfall ist doch immer was. Aber nicht hier. Nun gut. Auf jeden Fall eine Schatzkiste gefunden. Aroma des Glücks. Um 10% mehr Geld. Ja, nicht schlecht. So, was ist hier? Immer dem Stern folgen. Bin ja reingerannt. Bin ja kein Weichei. Is it just me, or is this area teeming with monsters? After we defeat the first wave of attacks, we should be ready for more enemies rushing in from the shadows. These monsters fight in packs. Thanks, Captain Obvious. I can tell there are more out there. Hina, stand back, okay? You don't want to get caught up in the fray. Leave the healing to me, but don't do anything too. Hast du denn schon die Demo gespielt, Amico? Hast du schon die Zeit gefunden? Elemente und Schadensarten. Deine Waffe kann zwei Arten von physischen Schaden verursachen. Schlagschaden und Schnittschaden. Außerdem kann sie sich die Elemente Feuer, Wasser, Wind, Erde, Dunkel, Licht, Mond und Holz zunutze machen, um Elementarschaden zu verursachen. Gegner können schwach, resistent, immun gegen ein oder mehrere dieser Elemente sein. Feuer mit Wasser. Ja... Nee, wenn Gegner mit einem Element angegriffen werden, das ihrer Schwäche entspricht, erleiden sie höheren Schaden. Gleichermaßen nehmen Gegner eine höhere Resistenz gegen ein Element haben, nur halben Schaden. Sind sie dagegen immun, nehmen sie gar keinen Schaden. Ja, ich kann nicht fliehen, ist doch gut. Okay, die Dinger sind Eis, dann können wir mal hier Feuer reinknallen, ne? Peng! So, jetzt mache ich mal hier Special. Garuda Sturm. Das sieht doch noch was aus. Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner. Huch. Hey, bleib mal locker.
Muss ich hochspringen fürs Vögelchen? Ja. Also ich glaube, es kann schon ein schönes Effektfeuerwerk sein, wenn man dann noch die richtigen Fertigkeiten hat. Er hat schöne Pommeln da an ihren Händen. So ein Pommelring. Nicht schlecht. Noch nicht gespielt, Mensch, dann wird's aber Zeit, oder? Oder halt zugucken. Aber man muss ja mal hier selber Hands-on-Mentalität an den Tag legen. Oh, sie hat auch schöne hohe Plateauschuhe an. Die geben ihr bestimmt noch mal so ein paar Zentimeter mehr. So, jetzt kommt ein größeres Gebiet scheinbar. Das sieht ein bisschen größer aus. Who is Milpa? A friend of yours? He owns this ranch. He taught me swordsmanship when I first arrived in Illestana. He's quite gifted with a blade. And I had hoped to ask him for some assistance before we crossed the steppe. I didn't know you used to live in Illestana, Morley. Well, with Etern gone, I was left alone. Thankfully, I was taken in by someone who lives in Illestana. I've stayed in touch with him ever since. It was through my newfound guardian that I was introduced to Milpa. Huh. Guess everyone's got a story, don't they? Life's full of surprises. I am glad to know at least one of us has been to Illestana before. I should be able to keep us from getting lost once we reach the city. If Milpa is out, then... I suppose we'll just have to continue on foot. Spielen Sie über die Vollversion. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ein schönes Wochenende. Danke, dass du reingeschaut hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Es ist ja auch nicht mehr lange bis zur Vollversion. Ich mach's davon abhängig, wie sehr mir das heute gefällt hier. Und dann mal gucken, ob es die Vollversion gibt bei mir. So, erstmal ein bisschen was erkunden hier, was hier so... Das sind Goldkreuzklee natürlich. Hier sind ja so auch immer schon die Markierungen angezeigt. Das ist wahrscheinlich eher da unten angesiedelt. Ach, da oben liegt noch was. Auf dem Dach versteckt. Goldkreuzklee. So, hier haben wir den Mana. Machen wir ein Schnellspeichern. Ein Speicherchen. Sicher ist sicher. Eine Mana-Ader. So war das. Ah, der zeigt mir die Punkte noch an. Die verschwinden nicht. Oder ist das im Haus drin? Dass er mir sagt, ich soll reingehen. Ah, ich kann reingehen. Hello? Is anyone around? Milpa is probably tending to his livestock or out in the gardens. Well, we wouldn't want to disturb him. Nun gut, dann folgen wir dem Weg. Sammeln noch ein paar Items ein. Nochmal ein bisschen Goldkreuzklee. Bärenhonig.
Ja, ich muss mal hier daran denken, dass ich sprinten kann. Heilkraut. So, dann kann ich das da oben noch einsammeln und dann ist Feierabend. So, sagen wir jetzt grafikmäßig. Okay. Ach, da, die Kiste. Jetzt sehe ich die erst. Parierdolche. Waffen für... Na, okay, das wollte ich nicht. Für Moria halten. Ausrüstung. Gucken wir mal Morley. Kriegt er schon mal bessere Dolche, ja. Er hat mit seinem Schwanz den dritten Dolch. Das... Das sieht auch wild aus. Sieht nach einem wilden Kampfstil aus. Ah, hier kann ich noch das alles anlegen, was... Okay. So, jetzt gucke ich mal auf das Elementarbrett. Ich habe 7 Stück, könnte jetzt das freischalten. Oder das. Könnte das hier. Halte Dreieck gedrückt, um den Feind mit schnellen Messerstichen zu attackieren. Zack, 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 zack. Ja, sieht sexy aus. Sie könnte halt auch noch... Da kann jeder dann so Fähigkeiten. Hat er bitte die Kraft der Windgeister, um die Waffen des Anwenders oder des Elementen Wind zu belegen. Flammensäbel. Also höher kommen wir ja nicht. Das ist ja, was sie meinen, Stufe 4 halt, ne? Fand ich das ja hier ein bisschen sexier. Feuert 4 Pfeile ab und fügt dem Gegner Schnittschaden zu. Ah, okay. Er hat sich, der hat oben seine EP genommen. Greel, vielen Dank für den 4. Monat. Und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Die Demo, ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe erst angefangen. Bin jetzt vielleicht, na, fast eine halbe Stunde vielleicht schon drin, wenn überhaupt. Bisher ganz okay. Es ist ein bisschen überladen, weil man gleich so reingeschmissen wird. Aber ich erkunde gerade noch. Also ich lerne noch. Ganz okay, würde ich bisher sagen. Aber ich kann noch kein Urteil mir bilden bisher so richtig. So, jetzt habe ich ihn erstmal hochgerüstet. Dann kriegt er einfach mal das hier. Gedrückt, um die Energie auf Wals Schild zu konzentrieren und die Stärke seiner Schildangriffe zu erhöhen. Ah, aber ich kann einen Rundumschlag machen. So, machen wir das. Gut, dann weiter. Also ich weiß auch nicht, wie lange die Demo geht. Das müssen wir jetzt mal in Erfahrung bringen. Es ist sehr bunt. Und die Charaktere sehen Mana-typisch ein bisschen wild aus. Also es strahlt schon die typischen Mana-Vibes aus. Das kann man, glaube ich, festhalten. Knuffig. Das ist ja knuffig. Been a while, Milpa. Good to see you with companions this time. This is assuming you aren't their hired blade. These are my friends. Friends?
I see. Gone is the dour look you sported when we last met. May I ask what caused this change of heart? I was appointed the Alm of the Moon upon visiting Eterne. Alm of the Moon, is it? Your devotion to the past and reverence for the power of time must have rekindled the elemental spirits. Now you have been entrusted with the future. I am proud of you, Morley. Niccolo and I have long been wanting something like this for you. Thank you, Milba. Come. We cannot have the Alms wasting precious days on a long trek. Time waits for no one, nor should it. You must be off to the Mana Tree to create a new age for us all. Jetzt kriegen wir Wauis zum Reiten, oder was? Used to be wild Pikuls. Milba cares for them. Don't worry, they're tame. We should be able to traverse the steppe in no time on Pikuls. Get on. Also auf jeden Fall. Ist halt ein volles Kontrastprogramm zu Resonance of Fate, ne? Take care, Milba. Viel mehr Farben, keine Uzzis, mit denen man rumballert, mehr Fantasy, weniger Steampunk. Schon krass. Das ist alles ein bisschen knuffiger, ne? I cannot describe how wonderful it felt to ride across the vast countryside on the back of that Pikul, together with Val on our way to the Tree of Mana. I wished that we could continue our exhilarating adventure forever and ever. If only it could be. Now and for always. It was heartening to see Milba. Klingglöckchen, lass dieses Glöckchen erklingen. They're so fast. I think I've already got the hang of riding them though. Onward through the step. Der sammelt alles automatisch ein, wenn ich drüber laufe. Das ist gut. Und er kann sprinten. Elementarite. Bei Berührung eines Elementarits wird ein Teil deiner Mana-Leiste wieder aufgefüllt und du erhältst Elementarpunkte EP. Du kannst mit allen Elementariten in den Gebieten interagieren, die du bereits betreten hast. Okay, das war's. Coole Sache. Okay, also das sind halt jetzt so unsere Wauis zum Schnellreisen. Mal gucken, ich will ja ein bisschen kämpfen auch hier. Wir müssen mal absteigen, ne? Wir ein bisschen auch mal das Kloppen üben. Und Umschlag. Peng, peng. Also ich muss immer sagen, ich bin kein Freund von großen Schwertern, weil das ist langsam und behäbig. Ich bin immer eher so jemand, der gerne schnelle Waffen hat. Ein bisschen was Spritziges. So. Ja, zu Fuß hat doch auch seinen Charme, sich das hier alles zu erkunden und von Punkt zu Punkt zu laufen. And me crossing the step together. If only we could do this for the rest of our days. What a dream. Grizzly! So, was kann ich hier? Das ist bestimmt da oben. War das blaue? Dieser blaue Punkt. Aha. Da ist wieder so ein
Den kann ich aber scheinbar noch nicht nutzen. Weil ich das Element dafür noch nicht habe. Vermutlich, oder? Aber mit dem kann ich jetzt nicht interagieren. Ja, warum zwei Schläge machen, wenn nach einem kräftigen alles tot ist? Ja, weiß ich nicht. Das ist. Ich mag es halt einfach nicht so behäbig. Ich glaube, das sind doch persönliche Präferenzen. Ui, da sind sie. Huiuiui. Sammeln wir mal hier die ganzen schönen Sachen ein. Wollen ja nichts liegen lassen. Dann mal weiter gucken. Da hinten ist der Turm. Der sieht ja noch ganz interessant aus. Ich kann ja mal mit den anderen Charakteren spielen, so im Kampf. Mal so ein bisschen durchswitchen. Oh. Ne, das ist Ringmenü. Machen wir mal den hier. Fuck hier mit seinen Dolchen, das ist doch eher meins. So muss ich kämpfen. Schnell, dynamisch, agil. Das ist schon eher meins. Das ist schon eher meins gewesen. Muss ich nur gucken, was er noch kann. Was er an Fähigkeiten hat. So, da hat jemand... Guck mal, da braucht jemand Hilfe. Oh, was ist los, mein kleiner Freund? Oh, ihr seht stark aus. Ihr müsst mir helfen, bitte. Ich wohne hier in der Gegend, aber vorhin, als ich nach Hause gehen wollte, wimmelte es auf meinem Hof plötzlich von Monstern. Es waren so viele, da war absolut kein Durchkommen. Und dann war da auch noch so ein dicker Brocken dabei, der doppelt so groß war wie alle anderen. Da habe ich einfach nur noch die Beine in die Hand genommen und jetzt sitze ich hier und weiß nicht weiter. Ich bitte euch, schafft mir diese Plagen vom Hals. Ja, machen wir später, Digi. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Erstmal wieder ein bisschen Bärenhonig sammeln. So, hier ist noch irgendwas. Wahrscheinlich da oben irgendwo, oder? Keine Ahnung, wie man da... Da gibt es einen Weg hoch. Naja, wir werden ein bisschen knüppeln hier. Komm, knüppeln wir. Was hat er hier? Ah, er macht Eis. Oh, rinn in den Tornado. Perfekt. Kann ich den einsammeln? Auch nicht. Skandal. Kleine Geisterweiler. Geisterweiler sind besondere Stätten, deren magische Grenzen du nur mit einer Reliquie des ihnen entsprechenden Elements überschreiten kannst. In Geisterweilen kannst du dich den Prüfungen der Geister unterziehen und du wirst reich belohnt, wenn du sie bestehst. Hm. Bin ich schon bereit dafür? Du hast nur eine begrenzte Zeit, um darin lauernde Gegner zu besiegen. Öffne das Menü, wenn du den Weiler wieder verlassen möchtest. Für die Kämpfe in den Geisterweilern erhältst du weder Erfahrungspunkte noch Lucre? Luzre? Oh, die sind aber sehr stark. Was trifft mich denn hier? Machen wir mal einen Special-Angriff.
Mit der Kraft des Mondes. Ah, es ist nicht sehr effektiv gegen die, okay. Dann greifen wir mit normalen Angriffen an. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay. Für Prüfungen bin ich scheinbar noch nicht bereit. Fehlschlag. Ah, naja. Aber das ist halt schon mal so ein Einblick, womit man sich die Zeit vertreiben kann in diesen offenen Spielgebieten. Okay, das... gibt mir hier scheinbar noch nichts. Ach, hier das. Das kann ich sammeln. 5 EP bekommen. Naja, es ist so... sieht vielleicht ein bisschen leer aus, so die Welt bisher. Meckern auf hohem Niveau. Aber man hat ja halt so seine kleinen Gegnergruppen. So, hat gescheppert. Haben wir hier schon? Ja. Das Quest. Wahrscheinlich das Symbol, dass da hinten da die Quest von dem kleinen Jungen wäre, der Zielbereich. Bisschen Goldkreuzklee wieder, ja. Ich finde so auf den ersten Blick hat es vielleicht noch ein bisschen Performance-Schwächen, also ab und zu ruckelt's. Weiß nicht, ob das an meinem Rechner liegt. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber vielleicht machen sie dann noch ein bisschen was. Obwohl, die Kämpfe gehen schon. Ich wurde am Anfang gefragt, wo ich das Spiel gestartet habe. Welchen Modus ich spielen will. Ob Qualität oder Performance. Ich... weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich genommen habe. Glaube aber Performance. Das könnte erklären, warum es grafisch manchmal so ein bisschen kantig aussieht. Kann man kantig sagen? Ausgefranst so die Haare. Ich glaube, so kann man es vielleicht ausdrücken, ja. Ne, also sag mal, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ein Mana-Spiel hier mit der anspruchsvollsten Grafik um die Ecke kommt. Sondern es ist eher schon so, in diesem Stil erwartet man es ja. Aroma des Glücks. Keine Ahnung, wie man diesen Stil nennen möchte. Hey. So, also es läuft doch eigentlich schon mal ein bisschen ganz geschmeidig.
Da hinten ist erstmal nichts weiter scheinbar. Ah gut, da geht's mal weiter Richtung Stern. Ah. Ein bisschen das Gebiet hier weiter erkunden. Okay, jetzt kommen ja doch ein paar mehr Monstergruppen. Ne, hier mit ihr möchte ich mal. Peng, peng. Oh, sie macht hier Roundhouse Kick mit dem Stab. Alles mal ein bisschen austesten und dann vielleicht auch mal die da durchwechseln. Oh yeah. Ah, sie macht einen starken Angriff. Was hat sie an Magie? Also sie heilt, denke ich mal. Müsste ich jetzt vorhin mal im Menü gucken. Ich würde mal schätzen, sie heilt. Auch Heilung. Guck jetzt mal rein hier. Sie hat ja keine Reliquie, Techniken, Donnerschlag. Und heilendes Licht. Kann ich mir das? Ne, das will ich nicht drin haben. Da, so. Auto-Anwendung ein aus. Da kann ich sogar ausstellen, dass sie das nicht im Autokampf machen soll. Okay. Donnerschlag auf Dreieck. Ho. Bin gespannt, wofür der Bärenhonig ist. Dann wollen wir mal den Donnerschlag ausprobieren. Hm. Den können wir auch noch nicht, weil das haben wir noch nicht. Ansonsten ist hier nicht leider Quelle. Vielleicht kriegt man ja sogar eine Belohnung, wenn man alle blauen Spots. Jetzt haben wir die Zeit zurückgedreht, da ist die Kiste wieder zu. Klassenschaden erhöht den Schaden von Klassenangriffen um 20%. Ja, so. Nettes Gimmick. Aber auf jeden Fall hat man ja auch so ein bisschen Backtracking damit drin. Wenn man dann die Elemente später hat, dass man nochmal in die Gebiete zurückkommt und Prüfungen macht oder sich da noch die Erfahrungspunkte abholt. Oh, ein starker Gegner. Berüchtigte Gegner. Manche Widersacher sind deutlich stärker als andere Gegner und so berüchtigt, dass die Menschen ihnen spezielle Namen verliehen haben. Wenn du merkst, dass du ihnen unterlegen bist, zieh dich zurück. Stärke deine Gruppe und fordere sie später mit frischer Kraft heraus. Ich mache dich platt. Du komische Pflanze. Das war halt mein Donnerschlag. Der bumst richtig rein. Oh. Die Mucke ist geil. Mucke bockt. Boah, guck mal. Nix berüchtigter Gegner. Gewonnen. Schau mal einen an. Gibt 1200 Geld. Aua. So. Interessant. Also auch sowas hat es. Also es erinnert mich ein bisschen, also das, diese Mechanik an die Tales of Reihe. Da gibt es ja auch immer so. Oder gab es hin und wieder mal berüchtigte Gegner in den Gebieten, die immer ein bisschen stärker waren.
Also man kann ein bisschen was machen. Es wird nicht langweilig. Scheinbar. Das andere ist wieder da oben bestimmt. Lufttrampolin. Erzeuge mit Jins Boomerang einen Wirbelwind und springe hinein, um dich fortzubewegen. Mit X wirst du hoch in die Lüfte katapultiert, drückst du X erneut. Sobald dein Körper aufleuchtet, kannst du noch höher und weiter springen. Interessant, aber es war jetzt nicht so hoch, wie ich wollte. Ne? Ich wollte ja noch höher. Ich will ja da hoch. Da hoch will ich. Zur Kiste. Oder so. Engelskelch belädt einen bösen Verbündeten wieder und stellt seine TP wieder her. Okay. Gab's hier noch was? Ja, hier gibt's noch was zu verprügeln. Ey. Chill mal. Gut, kämpfen macht Spaß. Ich glaube, wenn man dann noch mehr Fähigkeiten hat, ballert das Ganze noch mehr. Ich muss in die Richtung. Hoi. Gut. Bisschen Witz haben sie auch. Hey. Weg mit dir. Also eigentlich kann man ihn schön wegstoßen und dann Donnerschaden machen. Scheint mir eine gute Taktik zu sein mit ihr. So, kann man angeln? Ich sehe Wasser, ich will angeln. Also jetzt gibt es doch ein paar mehr Gegner. Ich hatte ja gesagt, ein bisschen wenig Gegner, aber jetzt sieht man doch ein bisschen mehr Gegner. Das ist ja schön. Schnell weiter. Da hinten ist noch was Schönes. Oh, noch mal Gegner. Opfer. Also gerade sind es noch Opfer. Ja, tut mir leid. Oh, Melissa-Marionette. Wieder ein berüchtigter Gegner. Das sind keine Opfer hier bisher. Wollen wir ein bisschen wegsensen. Warum stirbt er einfach? Junge, Junge, Junge. Kämpf doch mal vernünftig. Der ist auch... Jungs, was macht ihr denn, Mädels? Oh. Ich bin ja selber nicht besser. Der hat kein Mana mehr. Dann machen wir mal den. Fataler Glanz. Okay, nein, die Specials sind echt gut. Die sehen wuchtig aus, die sind gut inszeniert. Das gefällt mir. Auf sowas stehe ich ja. Ich mag ja immer dieses Effektfeuerwerk. Zack, zack, zack.
Oh Gott, das will. Schön reingelaufen. Oh, ist er ein Mogri geworden? Erstmal schön. Ah, sie erheilt auch den, der am schwächsten Grad ist. Das ist nicht schlecht. Schön aufs Fressbrett gekriegt. Musik ist schön dramatisch. Och, Mann. Dankeschön. Das frisst ein bisschen Ressourcen. Thank you. Gut, das war kein Opfer. Stufe 11 waren wir, das Ding war Stufe 14. Eieieiei. Das hat ordentlich Ressourcen gekostet. Feeneichel. Für eine Feeneichel haben wir das gemacht. Cool. Muss eigentlich mal hier mein Inventar gucken. Was habe ich denn? Feeneicheln, Bonbons habe ich 8. Ja, geht doch. Das geht doch. Darauf ein Stück Schokolade. Darauf ein Stück Schokolade. So. Nee, das wollte ich nicht. Wollte mal hier ins Elementarbrett gucken. Was haben wir hier? Magie. Erbitte die Kraft der Mondgeister, um die kritische Trefferrate des Anwenders oder eines Verbündeten zu erhöhen. Ja, machen wir mal. Energieball. Und er kann halt, er bittet die Kraft der Feuergeister, um die Waffe des Anwenders oder eines Verbündeten mit Element Feuer zu belegen. Ja, machen wir. Ja, was machst du? Du hast ja noch gar keinen. Er sucht einen kleinen Tornado, verursacht Windschaden. Finde ich ganz cool. Kritische Treffer des Anwenders und des Verbündeten zu erhöhen. Ah, stimmt, sie hat nichts angelegt, dann kann sie auch nicht. Aber sie kriegt ja noch ihr Mondgeist. Nicht Mondgeist, aber ihr Element wird ihr ja noch zugewiesen. Das kriegt sie ja erst noch. Bis dahin kann man mal schön die Erfahrungspunkte sparen. Das sah eher nach der Dunkelheit aus. Dunkle Spritze. Gut. Ich glaube, die Energieballs muss ich ja dann noch erst... mal ausrüsten wahrscheinlich, ne? Hier eine Ausrüstung, Fähigkeiten.
Techniken. Der kann ja jetzt einiges. Wo habe ich denn Kurzbefehle? Achso, wie komme ich noch auf meine Kurzbefehle? Energieball aus Ringmenü erfahren, ins Ringmenü aufnehmen. Achso, da oben kann ich es. Ah, okay, okay. Kann er noch einen Donnersäbel und einen Flammensäbel machen? Tier auf X, der Energy Ball. Okay. Also langsam ist man drin, würde ich sagen. So, jetzt haben wir mal ordentlich erkundet, dann können wir mal gleich die Story ein bisschen weitermachen. Gucken, was da passiert. Da ist noch eine Sidequest. Huh. I've never seen any of these flowers before. They're so pretty. And so many blossoms. Was ist hier? Ach, die Kiste. Ein Bonbon. Eine Bonbon. So, wo waren jetzt die schönen Pflanzen? Haben die es einfach nur so gesagt? Oder meinen sie hier die schönen Bäumchens? I don't know. Da ist Mr. Quest. Ja, ich bin Obstbauer und eigentlich ein sehr vergnügsamer Mann, aber in letzter Zeit bringen mich die Vampirtulpen in der Gegend wirklich auf die Palme. Die saugen uns die ganzen Nährstoffe aus dem Boden. Wir ziehen regelmäßig mit unseren Mistgabeln los und verjagen sie, aber es kommen immer neue nach. Wenn das so weitergeht, wachsen uns dieses Jahr verschrumpelte Rosinen an den Bäumen anstatt Äpfel. Keiner mag Rosinen, also. Müssen wir dem Mann wohl leider helfen. Prepared to walk if Milba wasn't able to assist us. Ach, da sind sie. Lasst mich doch mal in Ruhe mit euren Bällen. Denn los. Energy Ball. Hätte ich auch nicht gebraucht. Cool. Muss ich jetzt wieder zu ihm zurück? Erstatte Bericht. Gar keine Lust. Ah, ich mach's natürlich trotzdem. Mal gucken, was man dafür Schönes bekommt. Ach, das sollen Äpfel sein, okay. Naja. Ganz schön dicke Äpfel, da sieht nicht aus, dass die irgendwie verschrumpelt sind. Na, habt ihr uns um ein paar Vampirtulpen erleichtern können? Oh, endlich hat die Plage ein Ende. Vielen Dank für eure Hilfe, auch im Namen unserer Früchte. 1490, naja. Hat sich, glaube ich, gelohnt. So, ja. Jetzt haben wir das Gebiet ja eigentlich gut ausgekundschaftet. Da hinten geht es noch irgendwo hin. Das gucke ich mir jetzt nicht an. Ich folge mal dem Stern. Bin jetzt vernünftig. Storymäßig weiß ich gar nicht, worum es geht. Habe ich mich vorher auch nicht belesen. Ne? Das ist wahrscheinlich wieder so eine typische Pilgerreise zum Mana-Baum. Mutig. So, jetzt sind wir schon mal im Städtchen angekommen. That ship can take us across the sea to the capital of the deep.
Hafendorf Ratta. Also ich wirklich, ich glaube, weil ich den Performance-Modus drin habe, wirkt das alles ein bisschen grisselig, kann man das sagen? Karina almost tripped over some guy earlier, right? Yeah. It was barely a stumble and no one was hurt. I doubt it'll come to anything. Well, I'd like to look around the town before we go. So, das lassen wir mal. Sure. Wasser schleppen ist so anstrengend. Wem sagst du das? So, hier kann man bestimmt noch ein bisschen shoppen. Da gibt es noch ein paar Quests zu machen. Und ich glaube mal, wenn man dann irgendwie übersetzen will, wird es wahrscheinlich enden. Gehe ich mal davon aus. Dass man sich jetzt hier in dem Gebiet aufhält, schön. Hier, Quests. Oh, es gibt einige Quests. Ah, ouch. Ich komme gerade von den Kristallschnellen zurück. Ich wollte dort diese Hagine in ihrem natürlichen Habitat beobachten. Ich dachte, solange ich eine gewisse Distanz wahre, würden sie sich bestimmt nicht an mir stören, aber weit gefehlt. Plötzlich richteten sie alle ihre Blicke auf mich und fielen im nächsten Moment über mich her. Ich hätte nie gedacht, dass diese Kreaturen an Land so flink sind und so aggressiv im Wasser sehen. Im Wasser sehen sie immer so knuddelig aus. Aber jetzt denke ich, es wäre besser, wenn irgendjemand hingeht und sie zerschlägt, bevor noch weitere Naturliebhaber das fürchten lehren. Kann ich dich bitten, dich darum zu kümmern? Selbstverständlich. So, was haben wir denn hier? Babu Madudu Hamub. Bärenhonig eintauschen. Gegen Schokolade. Okay, da kann man. Gegen den Engelskelch. Okay, naja, nicht schlecht. Schokolade. Stellt 250 TP wieder her. Nehme ich auch mit. Das auch. Erhöht die Max-TP um 5. Das ist auch nicht schlecht, sowas. Mit Wörterbuch. Gut, jetzt weiß ich schon mal, wofür die Dinger sind. Da scheint es noch was zu geben. Aber hier können wir keinen Doppelsprung machen. Interesting. Wieder ein bisschen Moneten. Ach, guck mal hier. Game Design, dass man auch wieder schön rauskommt, wenn man mal runterfällt. Da ist der tanzende Händler, das kennt man. Das ist ja auch so ein typisches Element. Ah, kommt man in die Stadt, nur Ärger. Gleich wieder Ärger machen. Mann, 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 ey. You know that guy? That's Basar, one of Illastana's most notoriously ambitious magistrates. Rumor has it he has his sights set on the throne. In any case, he'd have no trouble pinning a petty crime on an innocent bystander. We should step in before this escalates into something we can't handle.
So kann man es auch wieder in die Länge ziehen. Ach Mensch, da ist jetzt wieder was passiert. Jetzt will ich aber mal hier zum tanzenden Händler. Wie im Original. Auf offener Seele und allerlei Gefahren, bereite dich gut vor. 10 Bonbon. Ach, nehmen wir mal einen davon mit. Und dann noch ein paar Waffen kaufen. Ein schön Gladius. Oh, dickes Großschwert. Hornlanze. Eieiei. Tja. Kriegt sie mit. Keilstab, Parierdolche haben wir gefunden. Tja. Das Beste wird gleich ausgerüstet. Macht er es automatisch? Scheinbar. Mhm. Oder habe ich das irgendwie aktiviert? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Rüstung wird eh immer überbewertet. Kostet aber auch nur 420. Ja. Ah, sofort ausrüsten. Ja, natürlich, ne? Natürlich rüsten wir mal sofort alles aus, wenn es schon mal besser ist. Hier ist so eine schöne Kiste. Also ich... Auf der einen Seite ist es ja interessant, dass es oben angezeigt wird. Auf der anderen Seite weiß man halt ganz genau, wo man hin muss, um das abzuklappern. Weiß ich nicht, ist das vorteilhaft, das so zu machen? Das erleichtert es halt auf jeden Fall, ne? So. Die ganze Sache. Aber das hätte man dann vielleicht auch anders regeln können. Vielleicht ist es auch nur für die Demo so gemacht, dass man halt alles schnell findet. I don't know. Upsala. Meine Haarnadel, wo ist sie nur hin? Sie wird mir doch nicht etwa beim letzten Spaziergang durch die Fallow-Steppe runtergefallen sein. So schläfrig, wie ich heute bin, könnte mir das durchaus passiert sein. Ich schussel. Falls du irgendwo in der Steppe eine Haarnadel findest, dann heb sie bitte auf und bring sie mir, ja? Das machen wir doch selbstverständlich. So, jetzt kann ich in die Richtung noch mal gucken. Da soll noch was sein. Ist das dann hier oben? Wie komme ich da hin? Also Doppelsprung kann ich nicht machen. Aber wahrscheinlich muss es doch irgendwie ein einfachen Weg gehen. Wahrscheinlich einfach links hoch, ne? Warum einfach? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ist das so rum? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ne, mit dir will ich doch gar nicht reden. Ich will die Truhe ja aufmachen. Hallo. Kann ich die nicht aufmachen? Scheinbar nicht. Deko-Truhe? So, was haben wir denn jetzt hier? Tja, runtergeplumpst. Und wie sieh ich's nicht? Hab ich jetzt nicht gesehen. Liegt vielleicht an meinem kaputten Auge? Ich weiß es nicht. So, wie komme ich wieder hoch? Übers Boot? Ja.
Ja, gut. Gehen wir mal hier weiter. Gucken wir mal, was da jetzt bei rumkommt. Stop this! Karina isn't a thief. You've got the wrong person. And who might you be? An accomplice to this vile criminal? Let me be perfectly clear. She stole nothing from you. Fine! If you reprobates will not surrender the key, you can go looking for it. This girl will be held under suspicion of theft until you produce my effects. Understood? If you cannot find my purloined property, you and your band of hooligans will be tossed overboard the Prim. Perhaps the fishes of the deep will be more lenient towards larceny. Ja, kleiner Eichhörnchenmann. Don't worry, okay? I'll find it. I promise. How? We don't have a clue where that jerk dropped his key. What if you can't find it, huh? Then we'll all get keel-hauled. We can still make a break for it, you know. Just say hello. You're coming with us. No thieving newcomer will ever escape justice. I may be a newcomer, but I'm no thief, you morons. You gotta believe me. Believe you? Ha! Who would trust such a rowdy delinquent? We believe you, Karina. Okay. Guess I gotta search the town. Was wollen wir auch mit dem Schlüssel? Ist das jetzt hier irgendwie sein Schlüssel zu seinem Schatz oder? There's no way Karina stole from that blowhard. Just you wait. I'll find that key. It's gotta be somewhere in town. Wie darf ich mir das vorstellen? I can handle this. Na gut, dann suchen wir mal den Schlüssel. Ach, ist bloß ein Fass. Ich dachte, das wäre eine Truhe. Na gut, dann Schlüsselsuche. Der Stern markiert den Weg. Ach, hier oben ist die Kiste. Mensch. Hier ist die versteckt. So, hallo. Wissen Sie zufällig, wo ein Schlüssel ist? A man named Passar asked us to search for something of his. Have you seen a missing key anywhere? I don't know about a key, but this case got sent here by mistake. It looks like one of the magistrate's boxes. Maybe what you're looking for is in there. Do you mind if I check inside? Of course, of course. Also der Schlüssel ist in so einer riesigen Truhe. Why give it back when you can have a little fun? Hey, Oren? Is that really you? Don't worry. I've been keeping tabs on the situation. You go on ahead to the magistrate. I'll meet you there. Raff ich gerade leider gar nicht. Was das jetzt soll? Das wirkt ganz schön sus gerade. Keine Ahnung, was das soll. So, schon eingeschlafen? Oh, mal Mikro erstmal richtig machen. Schon eingeschlafen bei der schönen Musik? Das ist ja richtig so schön zu Bett gehen Musik. Ganz entspannt und ruhig. Aber warum war der Schlüssel in so einem... in so einer riesen Truhe. I think it's a key. Is this what you were making people look all over town for? Guess it was here all along. But how did it? Well, I'm not surprised you didn't notice. Even a magistrate doesn't have eyes on the back of his head.
geezer had the key the whole time? What a wasted effort on our part. Don't tell anyone, but Val actually managed to find the key. I just helped to get back to Passar. Hopefully this way we can all avoid any aspersions cast on our names. There, Karina. Now we can leave the port without any trouble. Hopefully this hasn't ruined your excitement for the boat ride. Though Passar will be joining us for the voyage, unfortunately. I was in trouble back there, so what I mean to say is, thanks. Come again? I said, thanks, everyone! Jeez, you see what happens when you play nice? You end up running errands for block-headed diplomats. I wasn't playing nice. I was helping a friend in need. That's all. Plus, I am the Soul Guard. It's my duty to protect the Alms from harm, both physical and reputational. I won't let anything happen to you guys. Fine. Whatever you say. Now that all that funny business is over, can we get a move on? Yeah, we better hurry on to that ship before it departs. That is where you're headed to, right? Come on! Mm-hmm. I totally missed when Orin planted the key back on that official. Oh well, at least Karina's in the clear. We should be able to set sail now. Am I missing anything? Better check before getting on the boat. Einfach aufs Boot gehen, weil es fehlt halt irgendwie noch so ein Bosskampf, ne? Also ich werde jetzt einfach mal speichern hier in dem Dorf. Dass man das gegebenenfalls nochmal laden kann, aber so ein Bossfight fehlt ja jetzt hier noch. Der muss ja kommen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die zu viel zeigen wollen. So, jetzt haben wir eine Stunde 19. Ich denke mal, wenn man die Sidequest noch macht, dann hat man ein bisschen mehr Zeit verbracht. Aber viel mehr dürfte es, glaube ich, gar nicht mehr sein. Es ist gerade wieder die Jahreszeit, zu der die Sperrbienen so furchtbar aggressiv werden. Dieses Jahr ist es schlimmer denn je. Manchmal frage ich mich, ob sie irgendetwas beschützen wollen. Jedenfalls greifen sie sofort an, wenn man ihnen zu nahe kommt. Man könnte die Gefahr natürlich umgehen, indem man sich einfach von ihnen fernhält. Nur leider müssen nicht nur ich, sondern eine ganze Menge Leute für die Arbeit regelmäßig in die Fallungssteppe durchqueren. Es kann nicht angehen, dass noch mehr Leute verletzt werden. Kannst du diese Sperrbienen nicht irgendwie den Chaos machen? Okay, ich heb mir das mal auf. Ich gucke jetzt, ich gehe jetzt trotzdem erstmal zum Stern. Und dann schauen wir mal, was da Schönes passiert. Ach, da ist noch eine Kiste. Och Gott, was ist... Oh. Was ist das denn schon wieder? So ein Mist. Yes. Mach da einfach einen Flickflack drüber, ey. Mein Gott. Kommt angesprintet, springt über die Kiste. Wahnsinn. So, hallo. Ich möchte einmal an Bord. The Prim will be leaving the dock shortly. All passengers, please board at your earliest convenience. We won't be able to come back here for a while once we set sail. Did I forget anything? Ruf auf The Prim. Hallo. Orin, I wasn't expecting that trick of yours. It was pretty risky considering the target. I like to keep things interesting. What a coincidence that we meet up again here of all places. You left so suddenly last time. Sorry about that. You two looked like you had everything covered. Traveling with some new friends, I see. Yeah, they're Alms too. Karina, the Alm of Wind, and Morley, the Alm of the Moon. Really?
The Elm of the Moon too, huh? Never thought we'd see another one after a Terran fell. Guess I was wrong. Speaking of alms, did you know there was once a time when we didn't have alms as sacrifices? What? Really? That's weird. That's the first I've heard of it. And here I thought I'd read every history book in the village. It probably wasn't written in any of your local texts, Tina. It's a tale from ancient times. The tale of the legendary mana sword of the champion of the mana goddess. A legendary sword? Now that does sound like a fairy tale. Exactly. Stories of the goddess's all-powerful sword were passed down from generation to generation. Now it's little more than myth. So generations ago, the alms didn't make the pilgrimage? Hard to imagine a time like that. No alms, no soul guard, no nothing. Back then, things were totally different from what we know today. So how and why did everything change? I suppose I never thought about it, really. Hmm. Ach, der tanzende Händler kommt mit. Orin knows some strange stories. I don't think anyone knows how and why the Alms pilgrimage came about. Or at least, I definitely don't. No use worrying about it now. I should check on the others. Dann machen wir es. Der sieht hier nicht so gut aus. Der hat keinen Spaß. Schwankt mir stärker, als ich dachte. Ach Gottchen, na, danke. Quatschen wir mal ein bisschen. Danke nochmal, dass du bei der Sache im Hafen auf meiner Seite warst. Ich mein's ernst. Weißt du, es ist ungewohnt für mich, dass jemand für mich einsteht. Das war irgendwie ganz schön. Ach egal, vergiss, was ich gesagt habe. Ich kann sowas nicht ausdrücken. Sag einfach danke. Das reicht doch vollkommen aus. Eine Welt ohne Geweide, das würde bedeuten, dass auch ohne Reise zum Mana-Baum damals kein Dorf zerstört wurde. Aber es ist und bleibt eine Sage. Wir werden nie erfahren, ob sie wahr ist. Konzentrieren wir uns lieber auf unsere Pflichten im Hier und Jetzt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass durch mich bald das Mana nach Eterna zurückkehren wird. Es fühlt sich an wie ein Traum. Um ehrlich zu sein, hätte ich gerne mit eigenen Händen beim Wiederaufbau geholfen. Doch wenn meine Seele der Stadt auch nur ein wenig Kraft spenden kann, dann will ich sie gerne hergeben. Oh, Sturm. Jetzt kommt Bossfight. Ah, ist interessant mit der Mana-Geschichte. Dass da der Bogen geschlagen wird zur Secret of Mana. Die Wassergeister sind böse. Aufgewühlt. Speaking of prepared, make sure you have your gear in order too. Yeah, yeah, better safe than sorry and all that. Sie weisen sich ja schon darauf hin, dass da jetzt was kommt. Dass da jetzt was passiert. Sehr freundlich. Huh? You okay, Hina? The boat's pitching quite a bit. Something in the water. I saw it right over there. Das sind zum Beispiel so Gründe, warum ich nicht im Meer baden gehe. Im Meer lauern Sachen, die sind größer als du und die sind gruselig. Das finde ich richtig unheimlich. Also wer im Meer baden geht, ist für mich nicht mehr ganz sauber. Vor allem, wenn man einfach so ins offene Meer springt, ne? Mit dem Boot rausfahren und raus, einfach vom Boot ins offene Wasser springt, das ist Wahnsinn. Könnte ich nie im Leben, da würde ich sterben. Vor Angst. Jo, Tentakelmonster kommt.
Das typische Tentakelmonster auf hoher See. So, jetzt haben wir Bossfight. Oh Gott. Okay, das ist ja wie FF14 hier. Ich muss irgendwie das Ausweichen timen. Schön Feuerklinge, die ballert doch ordentlich rein. Eieiei. Riesenkrake ist ganz schön sauer. Machen wir mal den, fataler Glanz. Schön wie ein FF14. Zack, 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 zack. Ah, mit Feuerklingen, die schön kritischen Schaden machen. Auch ganz cool. Da sind da, das Wassermonster gerufen. Ja, HP sehen gut aus. Oder LP, wie man es nennen möchte. Scheint doch alles zu passen. Riesenkrake ist auch gleich weg. Immun. Noch ein bisschen Bullet Shooter mit drinne. Oh, ausgespuckt. So, geben wir ihm mal Mana zurück. Das war's. Gewonnen. Uhuhuhu. Aufstieg. Ich zweifle ja an, dass man dann zu dem Zeitpunkt im Spiel schon solche Fähigkeiten hat. Oder kommt Phase 2? Nö. Ach, jetzt treiben sie uns an. Ohne Segel geht's auch. Wir nutzen die Windelementar. Genieße deine Reise auf der Prim. Ja, war doch ein netter Bossfight. Wenn die so ablaufen, schön so mit die Flächen anzeigen, wo der Gegner hinschlägt, was passiert. MMORPG-mäßig, das ist schon eine feine Sache. Da mag ich mich gar nicht beklagen. Land ho! Look there! That's got to be the harbor.
some impressive fighting back there. I told you. Val is the strongest swordsman in our village. I see that. It was quite a show. Didn't expect that monster to turn into a rock like that, though. Ach, haben wir es versteinert? Habe ich gar nicht mitbekommen. Sometimes I can turn monsters into stones when I fight them. I don't know why, but it's something I've always been able to do. I tried researching the topic, but I couldn't find any leads. Well, maybe it's something you'll never really be able to understand. Another mystery for the history books. The world's full of them. Look there. You can see the Manador continent. Hina, I promise that I'll never let a monster like that harm you. Ever, okay? I'll protect you. I know that, silly. It's your job, after all. Yeah, but even if it weren't... We're taking the same path tread by hundreds of alms before us. We have to protect the future by journeying to the mana tree. I'll see you safely wherever you need to go. I won't let you down, Hina. We alms of the Trinia continent, fire, wind, and the moon, cross Talon Strait as we travel to Illistana, capital of the deep. Alms customarily receive blessings from the Queen of Illistana at the rites of initiation, as she prays for their safe passage to the Tree of Mana. It's a time-honored tradition, and an integral part of the pilgrimage. Other alms are meant to meet us in the capital as well. New companions to join our bonded group. But after the destruction of the Earth Village, there is no Alm of Earth to make the journey. I fear for the world, now bereft of the blessings of the Earth Elemental. Be that as it may, I can't help the spark of excitement in my heart at the thought of all the new places and friends that await us. So, ich denke mal, das war's. Erstmal. Du hast das Ende der Demo erreicht. Was werden unsere Helden wohl als nächstes erleben? Welche Abenteuer und Begegnungen erwarten die Geweihten in der Welt des Mana? Wir hoffen, dass du dabei sein wirst, wenn die große Reise weitergeht. Thank you for playing. Visions of Mana. Oh. Das war doch ganz nett. Was jetzt noch bleibt, wäre halt Questen. Die paar Quests abschließen, aber von den Quests... Ja, war jetzt nichts Außergewöhnliches dabei. Ne? Man sagt hier so, ja, paar Gegnerhorden, spezielle Gegnerhorden wegmetzeln. Weiß nicht, ob man das machen muss. Auf jeden Fall klein, aber fein. Ich würde mal sagen, performancemäßig geht da vielleicht noch ein bisschen mehr. Muss man sehen, was dann Ende des Monats kommt. Aber ansonsten, Kampfsystem macht Spaß. Charaktere weiß ich jetzt noch nicht. Vom Ersteindruck her, ein paar Mal habe ich gelacht, war ganz okay. Manchmal sind die Dialoge ein bisschen hölzern, finde ich. Ja, weiß ich noch nicht, was ich von der Truppe halte. Auf jeden Fall, sie reden viel. Ne, das ist schon mal gut, dass sie auch unterwegs reden, dass man eine Verbindung aufbauen kann. Und ansonsten, der Rest wird sich zeigen. Es ist halt ein typisches Mana-Game. Von der Optik her, von der Welt her, gibt ein schon das Gefühl, dass man wieder nach Hause kommt. Mal gucken, wo die Reise hingeht, wo die Story hingeht. Man wird ja jetzt hier so ins kalte Wasser geschmissen. Und... Da müssen wir uns überraschen lassen. Ist ja nicht mehr lange bis Ende August. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir hole. Wahrscheinlich nicht gleich zum Release, wahrscheinlich später. Aber es denke ich mal ein Blick wert. So mein ganz kurzes Fazit dazu. Ich finde es heftig, wie ripped er ist. Was er für ein krasses Sixpack hat. Wenn man da so ein bisschen das Durchschimmern sieht. Ja. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Aber ich denke, ich blicke positiv dem Ganzen entgegen.